Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch. Ich bin hier mit meiner Mutter und meinem Hasen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber habt ihr schon gehört? Ja, so beginnen meistens die ganzen Geschichten mit Gerüchte. Und ich dachte, ich rede heute mal über Gerüchte. Die Gerüchteküche. Also, was ich sagen kann, ist, in meinem Leben bis jetzt, und ich bin 25, hey, es ist kein Gerücht, dass du Ärger kriegst, wenn du mich nochmal da, wenn du mich nochmal weißt. Das ist kein Gerücht, kannst du mir glauben. Aber die meisten Gerüchte sind solche Sachen, wo gar nicht wahr sind oder wo der Wahrheitsgehalt ganz gering ist. Es gibt so Gerüchte, ich kann jetzt nur zum Beispiel Lokalgerüchte erzählen, nach denen soll angeblich mein Vater ein Trinker sein. Er ist kein Trinker, er hat noch nie getrunken. Im Gegenteil, mein Vater, der trinkt nie was, weil er Alkohol gar nicht mag und auch nicht verträgt. Aber er ist mal schwankend durch die Stadt gegangen, weil er eben durch sein Rheuma nicht den Halt gefunden hat und schon war ein Alkoholiker. Bei mir gab es das Gerücht, ich sei total, ich hätte eine irre Mutter. Also ich kann vieles sagen, aber meine Mutter ist nicht irre. Sie ist ein bisschen verrückt, weil sie alles Mögliche mit mir macht, aber nicht irre. Es gab das Gerücht, dass meine Eltern mich entführt hätten. Gab es wirklich? Voll krass, aber wahr? Ist auch nicht wahr. Ich meine, ich bin freiwillig mitgegangen. Mein Vater hielt mir eine Tüte Gummibärchen und einen Danone-Joghurt hin und ich habe mich für die beiden entschieden. Das klingt gerade überhaupt nicht nach Gerüchten. Ne? Aber sie haben mich adoptiert. Wir haben offizielle Unterlagen. Also ich bin auch auf ihren Namen eingetragen. Ja, es ist also, es gibt so diese Dinge, Gerüchte, die sich ganz schnell verbreiten, die aber überhaupt kein Wahrheitsgehalt haben oder die so unglaublich dämlich sind, weil sie einfach eine Geschichte dahinter haben, die aber der andere gar nicht hören will. Zum Beispiel gibt es das Gerücht, also zum Beispiel, ja, das mit dem Schwanken. Das kann zum Beispiel sein, ja gut, man kann vielleicht angetrunken gewesen sein oder man ist einfach gerade furchtbar erkältet und hat Hustensaft genommen und den verträgt man nicht und deswegen ist einem trimselig. Man ist beim Ohrenarzt gewesen und der hat was untersucht und wenn man das Innenohr irgendwie untersucht, dann ist einem auch ganz trimselig. Es gab oder sowas wie, bei mir wurde mal nachgesagt, ich wäre drogensüchtig, weil ich so große Pupillen gehabt habe. Die Wahrheit war, die Ärztin wollte meine Augen untersuchen und wenn meine Augen so dunkel sind, muss man so viel Tropfen reinmachen, dass sich die Pupille überhaupt öffnet, dass ich danach sogar 3-4 Tage blind war fast, weil es eben so unglaublich geweitet war. Und das hatte nichts mit Drogen zu tun, ich war einfach beim Augenarzt. Und ja, solche Sachen. Es gibt so Sachen, wo Gerüchte sind, die dann sich immer schneller verbreiten, die immer weiter erzählt werden, die immer mehr Leute dann auch glauben. Und das finde ich das Furchtbare, die glauben das wirklich. Und keiner von denen, also die ich so kenne oder das, was ich so da sagen kann, ist so, dass keiner dann fragt. Nämlich nie wird die Person gefragt, die es betrifft. Wie ist es denn? Es gibt gerade dieses Gerücht über dich. Und wenn dann diese Geschichten dann so sind, denkt man sich dann oft so, hä? Und also bei mir ist es mal angekommen, so eine Geschichte, habe ich mir gedacht, hä? Ausgerechnet sowas? Ja. Aber ich habe dann auch gesagt, das ist nicht so. Und habe dann auch erklärt, wie es gekommen ist. Und dadurch ist dann das Gerücht auch verschwunden. Manchmal hilft es, wenn man... Also... Dass du bald Ärger kriegst, ist aber übrigens gar kein Gerücht mehr, Leo. Entschuldigt, aber der macht gerade hier den totalen Aufstand, der Zwergenaufstand herrscht hier. Ja, manchmal gibt es aber auch Gerüchte, an denen ist tatsächlich auch was dran. Es gibt zum Beispiel so Gerüchte wie, dass jemand gerade Gewichtsprobleme hat oder dass jemand einen unschönen Urlaub gehabt hat. Unser Bratensoßenurlaub. Ich habe schon mal ein Video erwähnt. Das gibt es auch. Und es gibt einfach so viele Dinge auf dieser Welt, die andere dann belasten. Also ich finde es nicht belastend, wenn es Gerüchte über mich gibt, aber viele Leute belastet es, wenn es Gerüchte über sie gibt. Oder die sind so auf ihren Ruf aus oder so besessen davon, immer einen guten Eindruck zu machen, dass das kleinste Gerücht ihnen schon riesige Schwierigkeiten bereitet. Ich muss mal ganz kurz mich um meinen Hasen kümmern, aber einmal dieser Pausenknopf, den man nicht sieht. Sekunde. Habe ich den jetzt gedrückt?
Nein. Nein, er läuft weiter. Er läuft. Ja, auf jeden Fall. Wie schon gesagt, es gibt Leute, die haben dann auch so richtig Probleme damit, wenn es Gerüchte über sie gibt. Und ich für meinen Teil, ich bin jemand, wenn jemand mir ein Gerücht erzählt, dann bin ich immer eher auf der Seite des Fragenden. Ist es denn wirklich so, dass es so sein muss? Oder gibt es dafür Beweise? Oder hat schon mal jemand mit der Person gesprochen? Weil ich finde einfach ein Gerücht hat so selten, so ist komplett wahr, dass es erstmal man davon ausgehen kann, dass der andere vielleicht im Fall, wie heißt es so schön, im Fall für den Angeklagten, nee, warte mal, unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist, so rum hieß der Satz, jetzt habe ich's. Ja, was kein Gerücht ist, dass ich immer verpeilt bin, also ist ja wirklich langsam schlimm. Ja, was natürlich, was so, also so klassische, ich könnte jetzt so ein paar Gerüchte über mich erzählen, die so im Umlauf sind. Ein klassisches Gerücht von mir ist, dass ich es total einfach habe, weil ich ja den ganzen Tag schlafen würde. Und dass ich ja so viel Schlaf bekommen würde und dass ich ja deswegen nicht müde sein dürfte. Die Wahrheit ist da dahinter, ja, stimmt, ich schlafe am Tag, aber ich schlafe auch nicht viel mehr als andere Menschen. Ich schlafe nur zu einer anderen Uhrzeit, also stimmt nicht. Ein weiteres Gerücht ist, dass ich bei jeder Familienfeier fehle, weil ich keine Lust habe und auch nicht hin will und weil mir die Familie nicht wichtig ist. Stimmt nicht, stimmt aber auch. Stimmt insofern, dass ich tatsächlich nie zu Familienfeiern gehe, weil ich es nicht kann, weil es mir einfach zu viele Leute sind und mir dann einfach zu anstrengend wird. Aber es stimmt nicht, dass ich es nicht mache, weil ich meine Familie nicht wichtig finde oder weil ich sie nicht gerne habe, sondern es ist einfach, ich würde schon gerne hingehen, kann es aber halt nicht. Kennst du noch ein Gerücht über mich? Oh ja, dass meine Mutter mich immer in Watte packt. Das stimmt auch nicht. Meine Mutter packt mich nicht in Watte. Im Gegenteil, sie ist sehr streng. Es gibt halt Regeln bei mir, aber es sind halt andere Regeln als oft bei vielen. Ich bin recht frei frei in dem, was ich tun darf und tun möchte. Es ist nur so, dass ich mich an die Regeln halte, dass ich mich immer an drei wichtige Regeln halten muss. Wenn du bei anderen Leuten bist, dann achte auf denen ihre Regeln. Verletz dich und andere nicht. Und was war die dritte? Über das, was Mama sagt. Ah ja, das war, als ich ein Kind war noch. Geh nie über eine rote Ampel, wenn du nicht an der Hand von einem Erwachsenen bist. Das sind ja. Ja, ich Wenn du glaube. so stark Angst hast, geh zum Fischen. Ja, und wenn du Angst in der Welt, weißt du, wenn du in der Stadt Angst bekommst oder irgendwas isst, dann geh immer zu einer Frau mit einem Kind an der Hand oder geh in den nächsten Laden, wo du jemanden kennst. Das waren so die Regeln, mit denen ich groß geworden bin. Ja, es gibt so, also ich kann noch ein Gerücht erzählen, das ist total witzig, mit dem mache ich inzwischen immer Witze. Da gab es mich noch nicht. Das ist tatsächlich noch vor meiner Geburt entstanden, dieses Gerücht. Und das war ein Gerücht über meine Eltern. Das ist total witzig. Meine Mutter war mit meinem Vater auf irgendeinem Stadtfest in seinem Heimatdorf, Ort, wie auch immer. Faschingsball. Und sind dann zwei Frauen gewesen, die haben miteinander geschwatzt, dass doch mein Vater, dass der doch jetzt gerade, dass doch er und Mom angeblich Zwillinge bekommen würden. Und dann ist meine Mutter zu den beiden hin, weil sie es gehört hat und hat zu denen gesagt, ja, also wenn er Zwillinge kriegt, mit mir nicht. Das ist nicht so gut immer noch. Und vor ein paar Jahren, da war ich, glaube ich, oh, ich muss schätzen, ich glaube, ich war 15, 16 um den Dreh rum. Da war dann tatsächlich nochmal eine von den, oder ich weiß nicht, irgendjemand war auf jeden Fall bei meinem Papa am Arbeitsplatz und hat ihn gefragt, wie es denn den Zwillingen ging. Die hätten doch jetzt Abi gemacht oder müssten schon studieren. Also,
Ich finde das total witzig, weil soweit ich weiß, bin ich Einzelkind in diesem Punkt. Also wir sind eine große Familie, wir haben viele Kinder und im Sinne von, ich habe jetzt auch zwei Geschwister, aber wir sind weder Zwillinge, noch sind sie die Kinder meiner Eltern, noch sind wir blutsverwandt. Also es ist wirklich so, wir sind eine zusammengewürfelte Familie, aber es gibt sicher keine Zwillinge. Außer jetzt hier verschweigen wir was. Es kann sein, dass mir was verschwiegen wird und irgendwo noch. Echt nicht? Schade. Ich hätte gerne ältere Geschwister gehabt. Ich hätte gerne ältere Geschwister gehabt. Ja, aber habe ich ja jetzt eigentlich auch. Na, manchmal bin ich dusselig. Naja, aber ja, gut. Ja. Aber das sind so diese Geschichten, wenn man dann einfach die Sachen auflöst, dann kann es trotzdem manchmal auch nur passieren, dass die Geschichte dennoch eine Ewigkeit im Umlauf bleibt. Und ja, das war eigentlich alles, was ich euch heute erzählen wollte. Ich wollte mal so ein bisschen ein kleines Labern über Gerüchteküche und einfach auch euch dazu ermuntern, wenn ihr hört, dass jemand ein Gerücht über jemanden, den ihr kennt, verbreitet, ihm das zu erzählen, damit der andere sich die Chance hat, sich zu verteidigen oder eben dann auch sagen kann, doch ja, so ist es. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch. Mein Gott, wenn ich es irgendwann mal hinkriege, dass ich echt ein Königreich für mich auskenne mit den Wochentagen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am Freitag. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao. So. Und das, was auch kein Gerücht ist, dass wenn man sagt Ciao und so ganz weit weg ist und sich voll stolz freut drüber, dass man weit weg ist und man dann einem einfällt, ach ja, ich muss mich ja nach vorne beugen, damit ich den Knopf drücken kann, damit die Kamera ausgeht. Es ist echt kein Gerücht, dass ich total verpeilt bin, oder? Es ist echt langsam kein Gerücht mehr. Okay, jetzt aber Ciao.